Wollen Sie jetzt nochmal Schwert gegen Schwert sehen? Die Königsdisziplin. Wollen Sie das nochmal sehen? Das ist der Hartwig gegen den Ulrich. Und haut mal richtig drauf. Behagt euch richtig. Auch das kann wieder dauern. Sehr ritterlich sah das jetzt nicht aus, oder? Was meinen Sie? Es geht darum, den Gegner möglichst schnell zu Fall zu bringen. Es geht nicht darum, mit Ehre und mit Anstand und Gewissen zu kämpfen, sondern sich selber möglichst schnell aus dieser höchst gefährlichen Situation zu befreien. Deswegen wird mit allem gekämpft. Es wird getreten, es wird geschubst, es wird auf den Kopf gehauen. Das können wir uns genauso vorstellen. Also diese ganze Rittermythe oder das hohe, hehre Mittelalter hat es so in der Form nicht gegeben. Das ist aus Büchern, aus Märchen im Endeffekt. Aber die Historie war nicht immer sehr angenehm. Jetzt wollen wir Ihnen noch zwei kleine Trainingseinheiten zeigen. Wir zeigen Ihnen sogenannte Jagdteams. Und auch da wieder, auch die Kinder, achtet darauf, die arbeiten als Team zusammen. Das solltet ihr auch tun. Haltet als Team zusammen, immer. Da kommt er wesentlich weiter im Leben als Alleinkämpfer. Ja, bitte dann. Ja. Auf der einen Seite haben wir drei, auf der anderen Seite zwei Leute. Die Kurzwaffen werden wieder versuchen, den Gegner zu beschäftigen, auf die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken, während die in der zweiten Reihe oder die mit den langen Waffen versuchen, den Gegner auszuschalten. Das ist der Hintergrund dieser Technik. Dieser Seite. Oh, nur noch einer.